Willkommen, meine Lieben, bei Koch mit Noyan. Und heute machen wir eine leckere Shakushka. Ist eine Eierspezialität aus Nordafrika und Israel. So, dafür benötigen wir erstmal unsere Zutaten. Die Zutaten lauten 6 Eier, eine Paprika, 400 Gramm stückige Tomaten aus der Dose, einige Stängel Koriander, ein Flanbrot, 200 Gramm Blattspinat, 2 Teelöffel Tomatenmark oder Harissa, 2 rote Zwiebeln, Gewürze wie Zuckersalz und Pfeffer und 2 Knoblauchzehen. Der erste Schritt ist, dass wir erstmal die Zwiebeln schälen, halbieren und dann in Ringe schneiden. Jetzt ist unsere Paprika dran, die schneiden wir, nachdem wir sie gewaschen und entkernt haben, in feinen Streifen. So, nachdem wir das erledigt haben mit den Paprika und den Zwiebeln, nehmen wir unsere Knoblauchzehen. Ihr könnt 1 bis 2 Knoblauchzehen nehmen und entweder zerhackt ihr sie in groben kleinen Stückchen oder nehmt einfach eine Knoblauchpresse. So, und dann zupfen wir uns ein paar Korianderblätter ab. Aber statt Koriander könnt ihr auch eine Alternative wählen, zum Beispiel Petersilie. Schreibt gerne in den Kommentaren, esst ihr gerne Koriander? Jetzt machen wir weiter. Also, wir können schon mal den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Eine ofenfeste Pfanne und dann geht es am Herd weiter. So, jetzt erhitzen wir die Pfanne auf mittlerer Stufe, machen dann so circa 2 Esslöffel Olivenöl hinein. So, dann nehmen wir unseren Knoblauch und lassen ihn auf, wie schon erwähnt, mittlere Hitze für circa 2 Minuten lang anbraten. Nach 2 Minuten Zwiebeln und unsere 2 Teelöffel Harissa hinzufügen. In meinem Fall habe ich Tomatenmark einfach genommen und mache ein bisschen Harissa-Gewürz mit hinein. Das lassen wir jetzt für 1 Minute anbraten. So, jetzt können wir eine Prise Salz und unsere Paprikastreifen in die Pfanne machen. Das lassen wir jetzt für 6 Minuten circa weich braten und immer noch auf mittlerer Hitze. Nach den 6 Minuten weich kochen können wir jetzt zum Ende hin unseren frischen Spinat reinmachen, bis der eingeschrumpft ist. So, mittlerweile sind 8 Minuten vergangen und jetzt können wir unsere gewürfelten Tomaten mit dem Zucker dazugeben. In meinem Fall nehme ich Agavendicksaft. So, jetzt werden wir das nochmal köcheln lassen für 5 Minuten. Hierfür können wir ein bisschen Salz und Pfeffer noch ein bisschen hinzufügen und lassen das dann dementsprechend, wie schon erwähnt, 5 Minuten köcheln, dass wir es fast zum Kochen bringen. Die 5 Minuten sind rum. Wie erwähnt am Anfang des Videos, entweder habt ihr eine feuerfeste Pfanne oder benutzt jetzt eine Auflaufform. Dann nehmen wir uns einen großen Löffel und jetzt hier 6 Dellen machen für die Eier. So, jetzt machen wir das alles in den Backofen für circa 10 Minuten. Wie erwähnt, 180 Grad haben wir ja schon vorgeheizt. So, wir lassen das dann so lange im Backofen, bis das Eigelb weich ist, aber das Eiweiß fest geworden ist. So, meine Lieben, wie erwähnt, nach 10 Minuten 180 Grad habe ich unsere Pfanne oder auch Auflaufform, je nachdem was ihr besitzt, aus dem Backofen genommen. Und sieht doch echt lecker aus, oder Leute? Noch ein bisschen Salz und Pfeffer auf den Eiern verteilt streuen, aber ich nehme hierfür einfach ein bisschen Chili, unsere Korianderblätter. Und dann unser Flanbrot nochmal aufgewärmt aus dem Backofen nehmen. Einfach ganz entspannt mit dem Brot hier rausnaschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst, wenn ihr Bock habt, ein Like, einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.